Der Steve hatte bemängelt, dass ich mich etwas irreführend ausgedrückt habe. Oh, seht ihr, ich bin noch nicht wach. Der 31.01.2016 und ich habe mich etwas irreführend ausgedrückt. Oh, ich bin noch nicht ganz wach, glaube ich. Ich muss mir auch gleich ransetzen, das Video von gestern schneiden, also die 171. Ja. Ich war gestern Abend so erledigt. Ich habe mich rangesetzt, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Egal. Der Steve hat bemängelt, dass ich mich etwas irreführend ausgedrückt habe und da hat er vollkommen recht. Was ist jetzt also mit dem Fokus und dem Autofokus von der 7D auf sich hat? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die 7D war die erste oder auf jeden Fall eine der ersten DSLRs von Canon, die auch Video aufnehmen konnte. Und man kann mit dieser natürlich fokussieren und auch automatisch fokussieren. Allerdings hat sie keinen Autofokus im Video direkt, also wenn das Video läuft, zieht sie nicht automatisch, nicht bewegen. Wenn das Video läuft, zieht sie nicht automatisch die Schärfe mit. Also wenn ich jetzt dichter rangehe oder etwas weiter weghalte, bleibt der Fokus da, wo er vorher war und stellt sich nicht automatisch auf mein Gesicht scharf. Natürlich kann ich aber manuell bzw. manuell automatisch fokussieren. Ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe das Fokussieren so eingestellt, dass ich hier hinten fokussiere, auch beim Fotografieren. Also nicht mit dem Auslöseknopf, sondern hier. So, das kann ich auch machen, während die Aufnahme läuft. Wenn ich also fokussieren muss, während ich aufnehme, hört sich das so an. Ja, und ihr habt schon gemerkt, es dauert ein wenig, ist nicht schnell. Und es ist ja, laut, man hört die Fokussiergeräusche und das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich das in meinem Video hätte. Deswegen fokussiere ich vorher, drücke dann auf Aufnahme und fange an zu quatschen. Nun ist es dann so, dass ich, wenn ich die Kamera ein bisschen verändere, dass es dann nicht mehr hundertprozentig scharf ist, sondern ja, ein bisschen unscharf halt. Schön wäre halt, wenn die Kamera automatisch den Fokus setzt und dann auch ihn mitzieht, egal wie ich die Kamera halte. Das macht die 70D zum Beispiel. Ich glaube, das ist momentan auch die beliebteste Spiegelreflexkamera zum Vloggen oder generell zum Videofilmen. Also ich kann fokussieren automatisch, wenn ich hier meinen Knopf drücke. Allerdings hat man die Fokussiergeräusche und so. Das habe ich ja schon ein paar Mal drin gehabt, so im Video so ein bisschen, aber naja. Ja, und der weitere Nachteil, den die 70D nicht hat, aber die 7D hier, ist, dass ich keinen Klappbildschirm habe. Also das, was hier hinten passiert, das sehe ich nicht. Wenn ich ihn umklappen würde, wäre es besser. Könnte ich sehen, ob ich noch im Bild bin, wenn ich meine Kamera halte, oder ob ich scharf bin. So, jetzt muss ich mich ans Video setzen. Ach, guck hier, wie machst du das Bild, ne? Oh Gott, ach, geht der Knopf schon wieder auf. Leine verheddert. Mal gucken. Haben wir alles? Warte. Nee, guck hier. Ich hab echt keinen Bock auf Strand.
Sind wir bald. Das war eher Strandbett, dann hast du recht. Hey Siri, Elke Thiel anrufen, privat. Will ich Mama anrufen, weil sonntags immer Telefonierzeit ist mit Mama. Und dann sagt sie mir, sie ruft mich später zurück. Ich sage, ich habe 12 Uhr, ja, aber sie muss Papa gerade helfen. Oh. Hallo? Da sprießen schon die Weidenkätzchen, so warm ist. Ne, ist 3 Grad oder so jetzt, aber letztens war ja irgendwie ein, 2 Tage, wo 10 Grad plötzlich war. Dieser Berg immer, ob der den Baum fällen dürfte. Also ob er die Erlaubnis hat vom Förster, die muss man sich ja immer holen. Ich weiß, dass mein Vater immer für Rennereien hat, wenn er mal Holz machen will im Wald, macht er auch ab und zu mal. Deswegen frage ich mich, ob derjenige das darf und das alles hat. Aber bin ein bisschen außer Atem mit dem Berg. Naja, so, Mama hat gerade angerufen, ich muss zurückrufen. Moin. Ich hab kein Wasser im Bad. Komm, Lecki. Nicht auf die Straße. Hallo. Also wenn meine Hunde so schlecht hören, dann kann ich sie wirklich nicht von alleine lassen. So vernünftig sollte man dann auch sein. Also wenn Cookie gar nicht hören würde, wäre es auch noch alleine. Naja. Ich hoffe, ich hab kein Wasser im Bad. Also ich habe ja oft so Kondenswasser im Bad, wenn es so kalt ist, so wie gestern. Und das ist mir wirklich sehr unangenehm, weil das sieht immer aus, als wenn ich Schnotter im Bad habe. Das tut mir echt sehr leid. Ich finde sowas persönlich auch sehr eklig. Ja, guck ich. Jetzt müssen wir warten. Spät dran wie immer, schnell noch Sachen packen und anziehen und dann muss ich schon wieder los. So, Feierabend. Gerade nach Hause gekommen, mit Kobi schon draußen gewesen. Ne, mein Schwesterchen? Ja, mehr habe ich heute nicht. Ich bin auch echt. Diese verdammten 12 Uhr Schichten, echt. Man kommt zu nix. Die Bude sieht aus, als wenn ein Bomber eingeschlagen hat. Und dann nur einen Tag frei die Woche, das ist genauso zum Kotzen. Letzte Woche, also diese Woche nur einen Tag frei, jetzt kommenden übermorgen Dienstag frei. Naja, aber wenn ich nur einen Tag frei habe, dann ist mein Kopf voll mit all den Sachen, die ich machen wollte oder machen muss. Und man kann sich aber nicht aufraffen. Wenn ich 2 Tage frei habe, ist es so, dass man den ersten Tag ein bisschen macht und den zweiten Tag so voll motiviert ist. Aber mit einem Tag frei ist echt. Eigentlich will man nur seine Ruhe haben und was war das, Cookie? Naja, wie auch immer, wollen wir sehen. Morgen ist auch nochmal richtig viel, glaube ich. Wochenende war richtig viel zu tun. Okay, dann gehe ich jetzt mal duschen und dann schaue ich mal, was ich überhaupt aufgenommen habe. Und sag wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Mathe, Physik, Chemie, Bio und so, das war alles extrem gut zu Auszeiten, soweit ich mich erinnere. Nee, finde ich wirklich. War wirklich so. Wird so ziemlich jeder bestätigen. Cookie, komm.